ist Laura und ich habe euch heute drei Extras mitgebracht, die ihr gerne mit euren Bugs und den Birds ausprobieren dürft. Und die sollen euer Innenohr, da liegt das Gleichgewicht sogar, mal ordentlich in Schwung bringen. Vielleicht kennt ihr das noch. Unseren Back Whoop-Di-Doo. Wir setzen unser Bugbird auf die Füße. Und jetzt greifen wir oben über die Schultern an den Rumpf, rollen zurück und stützen unser Kind. Sehr gut, Jim. Der Weg geht auch zurück. Gut festhalten, auf die Beine legen und hochkommen. Ihr seid dran. Die zweite Übung. Dafür können wir uns hinstellen. Unser Kind schaut uns an. Am Boden. Hey, Jim, bist du bereit? Er ist bereit fürs Flugzeug. Wir drehen unsere Hand, der Daumen zeigt nach unten. Wir halten sehr gut an der Hüfte fest und jetzt. Wow. Hey, super gemacht, Jim, toll. Das ist auch eine sehr gute Übung für die Rückenmuskulatur, die Nackenmuskulatur, weil vielleicht ist Jim so neugierig und möchte sich auch mal umschauen. Super, zur Belohnung halten wir sehr gut den Kopf und den Rumpf fest. Die Hand geht oben an die Hüfte und jetzt schaut mal. Können wir ihn auf unsere Arme legen und zur Belohnung eine Runde krabbeln. Toll gemacht, supi. Die letzte Übung dafür, wir schnappen unser Kind und nehmen ihn mal wie ein Kartoffelsack unter den Arm. Gut festhalten und jetzt können die Kleinen ihre Flügel ausbreiten und wir fliegen mal eine Runde durchs Wohnzimmer. Ihr könnt das natürlich auch draußen an der frischen Luft machen. Super, auch hier wieder. Vielleicht möchte der Jim ja auch mal gucken, wo er hinfliegt. Super duper. Viel Spaß bei den Extras.